Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Beyond Two Souls. Plan B, was ist denn? X war der, Y ist der, B müsste der da oben sein. Ich fühle mich, als ob alle herstarren. Das ist nicht nur ein Gefühl, es starren uns alle an. Plan B. Und was mache ich, wenn etwas schief gehen sollte? Da kannst du gar nichts tun. Gut, doch so viel. Das hatte ich vermutet. War nur ein Check. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elizabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Raya. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Sie vielleicht, aber ich nicht. Ah, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Ich brauche einen ruhigen Platz. Hey, ich will das trinken. Oh, jetzt können wir nicht mehr. Ich habe aber Durst. Nun denn, dann gehen wir mal ruhige Plätze. Hast du was für mich? Hallo? Elizabeth, Sie sind unserem gemeinsamen Freund entkommen. Ein Drink vielleicht? Wir sollten uns besser kennenlernen. Später vielleicht. Wie Sie wünschen. Dann bis später. Ruhiger Platz. Wo finden wir denn einen ruhigen Platz? Ja, ich bin ja in der letzten Folge auf Controller-Steuerung umgestiegen. Oh, hier ist doch, da wäre eine Tür. Weil das mit dem Kämpfen und der Maus, das ist eine sehr unsichere Sache, sagen wir es mal so. Da hinten ist Toilettenraum, da kommen wir hin. Aber wir können uns hier gerade mal auch noch umgucken. Und ja, deswegen bin ich... Weil ich hatte immer... einen ruhigen Platz. Immer wieder das Problem, dass die Maus einfach nicht reagiert hat. Und ja, deswegen habe ich jetzt den Controller angeschlossen und versuche mich damit gerade. Könnt ihr mal gehen? Wow. Was muss ich jetzt? Einfach alles hinwerfen, genau. Kann man machen. Aiden, Aiden, bist du bereit? Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Okay. Ah, da schalte ich auf Aiden um. Ich komme nicht durch die Decke.
Was ist denn das? Schnell, Aiden. Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Großes Bild. Das da? Jetzt ist keine Zeit für Spielchen. Entschuldigung. Im ersten Stock mit einem Porträt des Scheichs. Ah, Porträt des Scheichs. Achte auf die Wachen und die Überwachungskameras. Porträt des Scheichs, okay. Mach mal Platz da. Wie sieht's denn damit aus? Da. Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Ja, hab ich. Hier muss es sein. Wie sieht das mit Überwachungskameras aus? Kann ich mit der irgendwas machen? Entschuldigung. Irgendwo muss ein Schalter sein, um das Bild zu bewegen. Such ihn, Aiden. Hussam. اذهب والقي نظرة على مكتب السفير. حماس jetzt verkackt. حاضر سأذهب حالا. Scheiße. Die Kamera war an. Die Wache kommt. Verhalte dich ruhig, sonst schlägt der Alarm. Wir verhalten uns ganz ruhig. أنا في المكتب. كل شيء في مكانه. Ich konnte selber auch nicht ausschalten, ne? Denk nach. Es gibt sicher noch einen Weg. Hier muss es sein. Aiden, tu, was du musst. Zuerst die Wache ablenken. Was können wir denn Feines machen? Ihr Rebbe! Okay. Jetzt kann niemand mehr das Hauptbüro überwachen. Wir sind sicher. Steuerung ist meins nicht. Wo war die Tür? Da. Naja. Entschuldigung. Sehr gut. Mal sehen, ob du den Safe aufkriegst. Jetzt lesen wir die Dokumente. Beeil dich. Ich kann nicht mehr viel länger. Okay, nicht bewegen.
Ach so, den muss ich noch gedrückt halten, okay. Okay, das war die falsche. Das ist also B. Ich bin nicht so der Controller-Typ, deswegen habe ich da gerade ein bisschen Zuordnungsschwierigkeiten mit dem... Oh oh. Sehen Sie, ich kann nichts tun, um Ihnen zu helfen. Viel Glück. Puh. Hat sie die jetzt mitgenommen? Ich glaube, wir müssen mal dringend uns waschen. Wir sind, glaube ich, etwas K.O. Kann ich da jetzt einfach raus? Oder laufe ich dann... Ich muss, glaube ich, gucken, dass ich dem komischen Typ hier nicht über den Weg laufe, dass er uns wieder ein Ohr abquatscht. Jody, alles klar? Fass mich nicht an! Ich will jetzt gehen. Gut, ja, wir gehen. Haben wir geschafft. Halleluja. Mission abgeschlossen. Sehr gut. 98% haben das geschafft. Mission abgeschlossen nur mit Aiden. Gab es da noch eine andere Möglichkeit? Kontrollraumwache alarmiert. Ups. Aber sind wir mit 56% gar nicht in so schlechter Gesellschaft. Mission abgeschlossen ohne Scheich. Okay. Gut, machen wir weiter. Und gucken mal, was uns noch erwartet. Zumindest ist unser Zimmer schöner geworden. Ja? Jody. Hey, hier ist Ryan. Ryan? Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße. Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Klar, aber... Wie wer es so macht? Okay, ja, ich bringe uns einen super Wein mit. Bis später. Ah, da ist wohl jemand verliebt. So ein bisschen. Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Echt? Dir ging's um diese Mail von Ryan. Das geht dich nichts an, Aiden. Ich kann tun, was ich will. Ist der Aiden eifersüchtig? Verdammt! Verdammt!
Wir fangen das nicht wieder an. Ich gehöre nicht dir, Aiden. Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will. Das ist mein Leben. Hörst du mich, verflucht nochmal? Das ist mein Leben. Ich kann gar nichts machen, oder? Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut. Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig. Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Ja, das glaube ich auch. Wo bist denn du? Ja, doch. Ich weiß, was damals passiert ist in der Bar. Vielen Dank, dass du mich daran erinnert hast. Ryan ist nicht so ein Kerl. Okay. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich habe eine Stunde und mach Dinner, räum hier auf und mach mich noch hübsch. Sportliches Programm. Wow. Dann duschen wir mal. Ich weiß nicht, ob das das Erste ist, was wir hätten machen sollen, aber es war jetzt das Erste, was mir unter den Weg lauf. Und das Dings kam. Aber sie hat ein schönes Apartment. Alle Achtung. Das muss man schon sagen. Was machen wir jetzt? Du hast mich, okay. Du brauchst ihn nicht, du hast mich. Gott, Aiden. Du verstehst das nicht. Ja, es gibt Dinge, die kann Aiden einfach nicht erfüllen. Müssen wir da noch irgendwas machen? Kann ich hier irgendwas tun? Da. Was ziehe ich an? Nochmal mal sexy. Oh, hi Ryan. Ich habe auf dich gewartet. Wow. Ziehen wir mal an. Heiß. Heiß. Heute sieht er eine vollkommen neue Seite von mir. Ach, Aiden. Aiden. Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay? Das Date wird stattfinden. Der ist eifersüchtig. Der ist einfach eifersüchtig. Mann, Aiden, jetzt sei doch nicht so ein Arsch. Genau, den Abfall in die Küche. Dann navigieren wir mal zur Küche. Weiter. Oh mein Gott. Mein Gott, das Dinner.
bestimmt noch irgendwas in der Küche. Vielleicht. Prost. Da war doch halt Kochbuch, genau. Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Gute Kombination. Asia-Pfanne. Das sieht gut aus. Und es ist nicht zu kompliziert. Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das muss etwas länger in den Ofen, aber klingt machbar. Pizza-Lieferung. Das klingt auch machbar. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz gut. Nehmen wir mal Hühnchencurry, oder? Ja, Hühnchencurry. Was Leckeres zum Wohlfühlen. Ja, das wird ihm gefallen. Ich meine, solange ich es nicht voll verbocke. Mist, er ist zu früh. Ich komme! Ist er das überhaupt? Ach, Aiden. Aiden ist ein Arschloch. Oder Aiden. Okay, du hast mich. Jetzt öffne die Tür. Wechseln? Aiden, komm schon, mach auf! Ich bin diejenige, die Entscheidungen trifft, Aiden. Jetzt mach die verfluchte Tür. Du willst Spielchen spielen? Oh. Das kann ich auch. Weißt du, du verschwendest deine Zeit, Aiden. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. Kann ich die... Er macht's einem wirklich nicht einfach, der Aiden. Könnte ich aber erstmal wegen den Asia-Dingern gucken. Wo war denn die Küche? Das ist sie nicht. Küche? Da. Kann ich hier jetzt irgendwas? Ja, genau. Weil das muss ja nachher eh noch in den Ofen und dann können wir dabei aufräumen. Das denke ich gar... Danke, Aiden. Ich weiß nicht, ob das als Hilfe gemeint war. Aber nehmen wir es einfach mal an. Ja, und wie es Date ausgeht, meine Lieben, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.